Occupy. Es geht um Begegnung, um genau zu sein. Es geht um Begegnung, ja, zwischen Menschen. Und diese Menschen, die haben halt tendenziell andere Grundbedingungen. Oder die sind halt grundverschieden, diese Menschen eigentlich. Die sitzen aber mehr oder weniger im selben Boot. Also mehr oder weniger. Also ich meine, in so einer Gesellschaft, in so einer Stadt, in so wir gerade hier, wir müssen irgendwie klarkommen einfach so. Und da gibt es natürlich so Behörden, Institutionen und so Dinge, die haben schon tendenziell Erfahrung in solchen Dingen. Aber teilweise sitzen denen auch Probleme inne, so ganz fundamentalen, die die Menschen quasi vergessen lassen, dass sie quasi zusammen hier sind. Also das ist so ein Vereinzelungssystem. Du bist Wolfgang B. aus sowieso A, dann und dann geboren. Das ist deine Versicherungsnummer. Du hast dann von Anfang an bist du so eine Nummer für die. Und dann bist du halt ein Leben lang, das ist so eine Kartei gespeichert und dann bist du der halt. Und wenn du verkackt hast oder irgendwie scheiß Gene hast oder so, dann kann die Krankenkasse sagen, ja, dann bezahlst du jetzt einen höheren Beitrag oder so. Das kann die einfach machen. Aus mehr oder weniger guten Gründen, aber tendenziell hilft das nicht den Leuten, sondern stark vereinfacht aus den Mächtigen. Aber ich meine, die Mächtigen, die sind gar nicht so mächtig, wie sie scheinen. Die sind auch Funktionen ihrer, also die sind Funktionen ihrer Tätigkeit. Also die sind eine Institution quasi gleichzeitig, aber auch ein Mensch. Und manchmal vergessen sie, befürchte ich, irgendwie, dass sie auch Mensch sind. Und quasi vor kurzem habe ich mich mit der Petra da drüben getroffen. Und also die Petra Roth, da bin ich kurz rübergegangen und gefragt, wolltest du nicht mal rüberkommen zu uns? Wir sind echt nette Menschen, wir passen auf dich auf, wir haben so einen Livestream im Internet. Sei doch mal nett mit uns, wir sind auch nett zu dir. Wir laden dich auf ein Bier ein oder einen Kaffee oder irgendwas. Und dann sagte sie ganz konkret, frage ich mich, nee, ich gehe lieber zur alten Oper rüber zu meinen Freunden. Ich fahre jetzt mit dem Benz dahin und ja, tschüss. Ja, ich, keine Ahnung, Petra, da sage ich ganz ehrlich, das finde ich komisch, ganz ehrlich. Wir sind nette Menschen und wir behaupten, es gibt noch mehr nette Menschen neben uns hier, sondern auf der ganzen Welt und so. Und ja, keine Ahnung. Also ich würde gerne, keine Ahnung, mit denen zusammen reden und so, dass die mal rüberkommen. Die Hannelore Elster war auch da und andere Leute, ich meine, das war absurd einfach. Da bin ich zu denen gegangen, habe gesagt, kommt da mal rüber, sagten die, nee, weiß nicht, keine Ahnung, ich habe jetzt was anderes vor. Keine Ahnung, die gehen dann lieber da hoch, dann sich irgendwie einschließen in Konzerten und so. Aber was hier draußen losgeht und so, ganz ehrlich, dafür interessieren die sich auch gar nicht. Die fahren mit ihrem Porsche oder mit ihrem Auto natürlich, sagen cool und so, aber wer ist da eigentlich? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin da ja nicht so drin, aber sie erscheinen für mich so tendenziell. Naja, okay, jetzt rede ich schon die ganze Zeit wieder einfach wie ein Wasserfall wahrscheinlich. Ja. War das so eine Fragebeantwortung? Ungefähr auch ein bisschen. Occupy.